Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video für erschöpfte Eltern. Allen haben die letzten 2 Jahre die Corona-Zeit sehr zugesetzt. Gerade für Eltern war es sehr schwierig mit Homeschooling. Und gerade wenn die Kinder noch spezielle Bedürfnisse haben, war es noch mal schwieriger. Und bei vielen weiß ich aus Gesprächen, die sagen, oh, wenn es jetzt endlich vorbei ist, im Frühjahr wird es besser. Und da hofft man auf eine Erholung, auf eine Ruhephase, wo man einfach mal runterkommen kann. Und jetzt kommt die nächste Krise, der Krieg in der Ukraine, wo viele sich Gedanken machen, was hat das für uns für Auswirkungen? Dann merkt man es auch in der Teuerung. Flüchtlinge, die hierher kommen, ist für viele sehr schwer. Und da ist also von auf Durchschnaufen, von mal Luft holen, Ruhe keine Spur. Und auch in der Schule weiß ich von vielen, dass sie sich alleingelassen fühlen. Viele Kinder haben jetzt mehr Schwierigkeiten als früher. Auch die, die früher gute Schüler waren, haben auf einmal schlechte Noten. Und klar, da fehlt ja was an Lernstoff. Und da hat die Schule irgendwie kein System. Also ich weiß, an unserer Schule wurde angeboten, ja, da gibt es dann eine Woche in den Ferien, in den Sommerferien. Da waren wir im Urlaub. Aber ein System ist da nicht dahinter. Und wir haben dann mit vielen Lehrern gesprochen, auch wegen unseren Töchtern. Und da dieses, ja, man muss ja halt irgendwie nacharbeiten oder Nachhilfe oder so. Also da fühlen sich einfach auch viele, viele alleingelassen. Und da möchte ich euch gerne unterstützen. Wir springen gleich direkt rein. Hier an der Handkante. Wir, auch wenn ich mich völlig überfordert fühle, mir wird alles zu viel. Schule, Beruf, Familie, mir wird alles zu viel. Und ich habe Mitgefühl mit mir und ich achte, wie ich fühle. Auch wenn mir alles zu viel wird, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Die letzten 2 Jahre Dauerstress. Ich kann nicht mehr. Und ich habe Mitgefühl mit mir. Und ich achte, wie ich fühle. Auch wenn ich völlig erschöpft bin, ich kann nicht mehr, ich habe keine Reserven mehr, achte ich, wie ich fühle. Und ich habe Mitgefühl mit mir. Die letzten 2 Jahre waren sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe mich um alles gekümmert. Die Arbeit musste weiterlaufen. Ich habe mich um meine Kinder gekümmert im Homeschooling. Ich habe versucht, den Kindern irgendwie in der Freizeit was zu bieten, weil ja alles weggefallen ist, was ihnen Spaß gemacht hat. Ich habe versucht, ihnen irgendeine Normalität zu bieten, irgendwas Schönes. Ich habe mich immer verantwortlich gefühlt. Ich bin zuständig für meine Kinder. Und ich selber bin einfach zu kurz gekommen. Teilweise war es ja auch schön, mehr Zeit zu haben mit der Familie. Wer Homeoffice hatte, hat das oft sehr genossen, nicht mehr fahren zu müssen, nicht im Büro sein zu müssen, zu Hause sein zu können. Aber oft war es auch sehr, sehr, sehr anstrengend, zu Hause zu sein, arbeiten zu müssen. Gleichzeitig soll man den Lehrer ersetzen. Gerade bei den Kleinen in der Grundschule oder Kinder, die eben besondere Bedürfnisse haben, die mehr Zuwendung brauchen, den Lehrer ersetzen. Da hat man dann Arbeitsblätter bekommen, die auszufüllen waren. Aber die Kinder, die machen das irgendwie nicht. Also meine haben das nicht gemacht. Die haben nicht einfach ihre Arbeitsblätter brav ausgefüllt. Da musste ich daneben sitzen, aber ich sollte ja arbeiten. War ganz schön anstrengend. Und oft war ich am Ende. Es war mehr, als ich schaffen konnte.
Und es war nicht immer die Zeit, dass ich mir Zeit für mich nehmen kann, was ich brauche. Meine Bedürfnisse sind oft einfach hinten runtergefallen. Für die Kinder kümmern. Die Arbeit muss weiterlaufen. Die Familie. Das hat nochmal alles durcheinander gebracht, dass auch mein Mann zu Hause ist. Der hat ganz andere Essensgewohnheiten als ich. Wir mussten da ein ganz neues Gleichgewicht finden. Wir haben es dann auch geschafft. Ich kann auch stolz sein auf das, was wir geschafft haben. Wir haben eine gute Balance dann gefunden, wie wir uns die Arbeit aufteilen. Familienarbeit, Haushaltsarbeit. Und wir haben gelernt, auf unsere Bedürfnisse wieder mehr zu achten. Wir haben gelernt zu schauen, was braucht jeder in der Familie? Was brauchen die Kinder wirklich? Was brauchen wir wirklich? Was braucht jeder Einzelne wirklich? Da haben wir schon viel auch gelernt. Und trotzdem war es auf Dauer einfach anstrengend. Und vieles von dem, was mir gut tut, wo ich weiß, da kann ich auftanken, das ging gar nicht, durfte ich ja alles nicht. Manches verstehe ich ja auch an Maßnahmen, dass man Menschen, die wirklich gesundheitlich schon angeschlagen ist, dass die geschützt gehören, dass man da sich kümmern muss. Aber ganz ehrlich, auf dem Fußballplatz, am Reiterhof, wo alles draußen ist, muss man das wirklich verbieten? Der Abstand. Also vieles war auch übertrieben. Und ich hatte das Gefühl, da ist kein Mitgefühl da für die Menschen. Vor allem für die Kinder und die Jugendlichen, die es ja viel mehr trifft. In meinem Alter, ja, wenn ich zu Hause sitze, ich fand es auch nicht toll. Aber es ist ein Jahr in einem recht langen Leben. Aber Jugendliche, die andere kennenlernen wollen, die sich ausprobieren wollen, Kinder, die brauchen doch ihre Spielkameraden, die kann ich doch nicht zu Hause einsperren. Mir hat oft das Mitgefühl mit den Kindern und mit den Teenagern, mit den jungen Leuten gefehlt. Ihre Bedürfnisse wurden viel zu wenig gesehen. Und es war für die Eltern sehr, sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich denke, wie viel Geld in die Wirtschaft geflossen ist, in die Konzerne, dann frage ich mich, wo da die Prioritäten sind und ob ich das mittragen kann. Ich würde Prioritäten anders setzen. Und ich finde, die Familien sind da völlig untergegangen. Die Familien haben eine große Last getragen in dieser Krise. Und irgendwie fallen sie hinten runter. Und ich hatte gehofft, jetzt im Frühjahr, oh ja, da ist es ja absehbar, jetzt ist mal ein Ende mit diesen ganzen Maßnahmen, es war ja absehbar. Jetzt kommt die nächste Krise daher. Es ist Krieg in Europa. Ständig diese Bilder. Und was heißt das für uns? Es kommen Flüchtlinge. Wieder eine Flüchtlingswelle. Und alles wird teurer. Uns trifft das auch. Wir müssen auch überlegen, wie machen wir das jetzt?
Wie viel Autofahren kann man sich noch leisten? Wie viel pendeln? Wie wird's Essen teurer? Gemüse wird teurer, Obst, gerade das, was mir wichtig wäre für die Kinder. Dann wird diskutiert wegen der Mehrwertsteuer. Sagen welche, die sollte doch gesenkt werden für Obst und Gemüse. Fände ich toll, nein. Wieder eine Riesendiskussion. Manchmal frage ich mich, warum bei uns alles so lang dauert. Gesunder Menschenverstand, finde ich, würde sagen, mach Obst und Gemüse günstiger. Jeder spricht von gesunder Ernährung, aber muss man sich auch leisten können. Ich weiß einige Familien, die ganz schön gucken müssen. Und Energie wird teurer. Die Gehälter steigen wahrscheinlich nicht so mit. Ganz schön viel, was da auf uns zukommt. Ich spüre das, ich bin oft erschöpft. Ich bin oft müde, manchmal kann ich einfach nicht mehr. Abends sitze ich nur noch vorm Fernseher, glotz irgendwas. Ich spüre es körperlich, tut der Rücken weh. Lastet schwer auf den Schultern. Beine tun weh. Alles ist so schwer. Alles ist so schwer. Last auf den Schultern. Last auf den Schultern. Alles so viel. Und ich erinnere mich, dass ich schon ganz schön viel gemeistert habe. Ich besinne mich auf meine inneren Kräfte. Ich bin ganz schön stark. Vielleicht ist ja jede Herausforderung, die sich da im Außen stellt, eine Aufforderung zu weiterem Wachstum. Danke hätte es nicht gebraucht. Es wäre auch schön gewesen, einfach mal sich ausruhen zu können, mal durchschnaufen zu können. Aber jetzt ist die Situation, wie sie ist. Und ich entscheide mich dafür, das als Herausforderung zu sehen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe schon so viel geschafft und so viel gemeistert. Ich besinne mich, was sind wirklich meine Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Ich gehe so gerne in die Natur. Gerade jetzt die Blumen, die kommen. Wenn ich spazieren gehe, jeden Tag sieht es anders aus. Jeden Tag kommen neue Blumen, neue Blüten irgendwo raus. Es ist ja ein Farbenmeer, wenn ich spazieren gehe. Wir haben schöne sonnige Tage, das liebe ich, in der Sonne zu sitzen oder in der Sonne spazieren zu gehen. Das tut mir gut. Ist auch gesund für meinen Körper, Vitamin D aufzunehmen und zu produzieren mit dem Sonnenlicht. Überhaupt Bewegung, spazieren gehen, tut mir gut. Meine Yoga-Routine habe ich vernachlässigt oder was immer es für dich ist. Aber ich weiß, es tut mir gut, in der Früh aufzustehen und gleich mal ein paar Minuten Yoga zu machen. Dann gehe ich ganz anders in den Tag. Auch eine kleine Meditation in der Früh, noch im Bett. Manchmal habe ich so quälende Gedanken, wenn ich aufwache. Dann denke ich und denke ich und denke ich. Das ist viel besser, nochmal sich zu entscheiden, zu sagen, ich nehme jetzt nochmal 10 Minuten für eine Meditation. Da werde ich ruhig und stimme mich ein. Wie möchte ich in diesen Tag gehen?
Wie möchte ich in diesen Tag gehen? Ich besinne mich auf meine Kräfte. Ich tue das, was mir gut tut. Und ich schaue in meinen Alltag. Was ist denn da echt hilfreich? Und was ist notwendig? Muss ich all das tun, was ich tue? Manchmal sind wir auch einfach nur beschäftigt. Wo kann ich ausmisten? Was kann ich weglassen? Wo kann ich Zeiten einbauen für Dinge, die mir gut tun, die mir wirklich gut tun, die mich stärken? Bevor ich auf Facebook darum schwirre oder am Handy irgendwas rumgucke, vielleicht rufe ich lieber eine Freundin an. Vielleicht mache ich mir eine schöne Tasse Tee und schaue einfach aus dem Fenster. Freue mich, dass die Sonne scheint. Was tut mir wirklich gut? Ich nehme mir Zeit, darüber nachzudenken. Mich zu erinnern, wo tanke ich auf? Wo tanke ich wirklich auf? Es gibt so viel, worum ich mich kümmern muss. Das ist wichtig, dass ich mich stärke. Ich bin für vieles verantwortlich, auch für in der Familie, für die Kinder. Und es ist wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug, ja, wenn da eine Gefahr droht. Die Eltern müssen zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den Kindern. Wenn die Eltern nicht mehr keine Luft bekommen, und ohnmächtig werden, können sie den Kindern auch nicht mehr helfen. Deswegen ist es wichtig, dass ich für mich sorge. Es ist für die ganze Familie wichtig, dass ich für mich sorge. Das ist nicht egoistisch. Das ist wichtig. Manchmal denke ich mir, ja, zuerst die Kinder, ich muss mich erst die Kinder kümmern und schauen, dass allen anderen gut geht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Mir muss es gut gehen. Nur wenn es mir gut geht, wenn ich Energie übrig habe, dann kann ich was abgeben. Dann kann ich für andere da sein, nicht wenn ich Zahnfleisch daherkomme. Ich entscheide mich jetzt, auf mich zu achten. Ich bin es wert. Das erlaube ich mir jetzt, auf mich zu achten. Ich bin es wert, dass ich für mich sorge. Ich bin es wert. Und so gehe ich in den Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.